Hallo, liebe Deutschlernende. Wie sagt man im Deutschen, dass einen etwas nicht interessiert? Nun, man sagt, es ist mir egal. Ja, es ist mir egal. Die BVG hat daraus ein Lied gemacht, ja. Ist mir egal, ist mir egal. Ja, das ist ein Lied von der BVG und es bedeutet, dass man sich nicht für eine Sache interessiert. Ja, man ist apathisch, man interessiert sich nicht für eine bestimmte Sache. Ja, man sagt, es ist mir egal. Aber es gibt noch andere Wörter in der Umgangssprache, die man stattdessen gebrauchen kann. Man kann zum Beispiel auch sagen, es ist mir Latte. Ja, es ist mir Latte. Es ist mir Latte, was er gesagt hat, ich mache es trotzdem. Es ist mir Latte, was ich für eine Note bekomme. Mich interessiert nur, das zu lernen, was ich lernen möchte. Ja, es ist mir Latte, wie das Wetter heute ist. Ich gehe trotzdem spazieren. Ja, es ist mir Latte. Oder es ist mir Schnuppe. Es ist mir Schnuppe. Ja, mich interessiert es nicht. Es ist mir Schnuppe. Ja, so kannst du auch ausdrücken, dass dir etwas egal ist. Oder Schnurz. Es ist mir Schnurz. Es ist mir völlig egal. Es ist mir Schnurz. Oder du sagst Wurst. Ja, es ist mir Wurst. Ja, es ist mir Wurst. Es ist mir völlig egal. Es ist mir Wurst. Das ist schon ein umgangssprachlicher Ausdruck, aber du kannst es noch umgangssprachlicher machen, indem du sagst, es ist mir Wurst. Ja, nicht nur Wurst mit S-T, sondern sogar mit S-C-H-T. Es ist mir Wurst. Es ist mir Wurst. Es ist mir egal. Ja, es ist mir Wurst. Es ist mir einerlei. Ja, so schreibt man. Ja, in der Schriftsprache kann man auch schreiben, es ist mir einerlei. Es ist mir einerlei. Ja? Also, es ist mir egal, es ist mir Latte, es ist mir Schnuppe, es ist mir Schnurz, es ist mir Wurscht, es ist mir Wurst. Das sind alles umgangssprachliche Redewendungen und sie bedeuten alle das Gleiche. Okay? Ich hoffe, du hast etwas gelernt und ich hoffe, dieses Video war dir nicht egal. Ich hoffe, es war dir nicht Schnuppe, was ich gesagt habe. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!